Hi, grüß dich. Heute beschäftigen wir uns mal mit der Frage, warum ein Regie- bzw. Produktionsmonitor wirklich so wichtig ist und was der alles kann. Wir haben von OC den Megamon 15S hier zugeschickt bekommen. Das ist wirklich ein ziemlich cooles Teil. Der ist hier richtig schon eingepackt. Und wir schauen uns mal genau an, was das Ding kann, was so ein Regie-Monitor können muss und warum der auch besser ist als ein anderer Monitor. Also, los geht's. Also hier haben wir einmal diesen Production Monitor von OC und der ist wirklich ziemlich cool, weil wir haben hier der schon wie in so einer Tasche fertig eingepackt und ihr seht, ich habe den direkt am Lichtstativ hier befestigt oder könnt es auch an einem C-Stand machen, ganz einfach. Ich zeige euch das mal, wenn wir das hier öffnen. Dann haben wir hier hinten im Prinzip alles, was wir direkt brauchen, ne? Und wir können auch direkt jetzt einfach mal unseren V-Mount dran machen. Und schon haben wir Strom mit dem Ding. Das Coole ist, wir haben hier auch noch einige Threads, also Gewinde, wo wir dann unsere Funkstrecke dran befestigen können. Auch da wurde entsprechend mitgedacht. Und was ich wirklich super cool finde, die Ins and Outs, die wir haben. Also wir haben zweimal SDI in und zweimal SDI out und auch HDMI in. Also das heißt, wir können das Ding wirklich mit HDMI und SDI wirklich bedienen und ne, man schaltet es dann ganz einfach hier an und hat dann hier verschiedene Möglichkeiten. Ich kann die Eingänge wählen und ich habe hier Funktionsknöpfe, mit denen ich mir schon verschiedene Setups entsprechend einstellen kann, wenn ich das denn möchte. Und ja, das Coole ist, ich kann ihn dann so einfach entsprechend umdrehen, zack, und kann es hier aufmachen. Und da muss ich wirklich sagen, war ich wirklich sehr überrascht, weil OC hier wirklich tatsächlich viel mitgedacht hat und das Ding tatsächlich so super einfach zu nutzen ist. Und wie gesagt, ich einfach direkt hier meinen Sonnenschutz habe und kann es dann direkt als großen Monitor zum Fokusziehen nutzen oder eben auch als Directors Monitor, Kundenmonitor, Regiemonitor, was auch immer. Also auf dem Bildschirm haben wir, glaube ich, keine Probleme, irgendwas nicht gut erkennen zu können. So, jetzt haben wir den Monitor mal hier am Wickel und schauen uns mal genau an, was wir da für Einstellungsmöglichkeiten haben. Also wir haben hier das Bild der Red, was wir quasi hier über den Transmitter sozusagen rüberziehen. Und im Prinzip habe ich hier verschiedene Möglichkeiten. Ich kann hier, wir haben hier oben MySet 3, das ist jetzt so eingerichtet für ein cleanes Bild im Prinzip. Aber ich habe auch hier unter MySet 1 haben wir das zum Beispiel fürs Fokusziehen entsprechend eingerichtet, ne, dass man das halt hier gehighlightet hat zum Beispiel. MySet 2 und wir haben jetzt hier verschiedene Einstellungen, die wir dann unter F1, F2, F3 uns belegen können. Ne. Hier haben wir diese Markierung oder F3 wäre jetzt hier beispielsweise das Histogramm und so weiter, nicht Histogramm, sondern Waveform. Also diese Möglichkeiten gibt es da und wenn wir mit diesem Joystick hier nach unten gehen, dann haben wir hier noch ein paar andere Möglichkeiten, ne, dass wir dann hier genauer in die Einstellungen gehen und da können wir Sachen wie Backlight einstellen und so weiter und so fort, verschiedene Kameraprofile, aber da muss ich sagen, es ist ein bisschen schwierig, da auf irgendwas zu klicken oder ob er dann tatsächlich diese Bestätigung nicht als Klick annimmt, sondern dann wieder zurückgeht. Das ist ein bisschen so das Ding. Und wenn ich mir jetzt hier diese Funktionstools auf irgendwelche von diesen Funktionsknöpfen hier legen möchte, dann wird mir hier nur angezeigt Tool so und so und so. Und man weiß aber nicht, welches gemeint ist. Das heißt, das ist ein bisschen Try and Error. Also wenn ich jetzt das hier ändere und wir nehmen mal meinetwegen Tool 8, was immer das ist. Ja, dann kann ich jetzt hier wieder zurückgehen und Also man sieht, das ist ein bisschen ausprobieren an der Stelle, aber insgesamt für den Monitor, wir können das Ding ja auch noch mal kurz so ein bisschen rumdrehen, sehen wir den hier noch mal auch komplett nackt an der Stelle. Also hier haben wir die Funkstrecke mit verbunden über den SDI-In. Und das Ganze läuft über diesen V-Mount, den wir hinten angeschlossen haben. Da ist sowohl per D-Tab die Funkstrecke dran, als auch der Monitor selbst läuft da drüber. Und da haben wir natürlich coole Einstellungsmöglichkeiten. Und was ich hier jetzt noch nicht gesehen habe, wären verschiedene Split-Screen-Optionen. Also wenn ich wirklich tatsächlich mehrere Inputs habe, dass ich mir das entsprechend wie so ein Raster auf dem Bild anlegen kann. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich mit einem Firmware-Update wahrscheinlich behoben.
Ja, also kommen wir zuletzt zum Fazit. Für wen eignet sich denn so ein Monitor überhaupt? Der ist natürlich wirklich ziemlich groß und man kann darauf viel gut sehen, was cool ist. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, dass wenn du ein Solo-Shooter bist und allein unterwegs bist, dass so ein Monitor einfach viel zu umständlich, viel zu schwer ist. Das Ding wiegt auch 6,5 Kilo, habe ich gerade gelernt. Und ja, das ist dann wirklich viel zu umständlich. Aber wenn du oft in einem kleinen Team auch arbeitest, mit zum Beispiel einem Focus-Puller, First AC oder Regie-Monitor oder auch eben als Kundenmonitor, dann ist es natürlich schon sehr imposant, wenn du so ein Ding hier auffährst. Und ich finde auch jetzt insbesondere zu dem OC Megamon 15S, dass wirklich man sich hier sehr viel Gedanken gemacht hat, dass man hier das direkt in so einem Case hat, dass man nur noch einfach auf ein Stativ stecken muss. Und auch das Bild aus dem Monitor ist wirklich sehr akkurat und sehr gut. Also da hat man viel gemacht. Es ist halt kein 4K-Display, aber wer braucht es tatsächlich? Als Kundenmonitor reicht Full HD wirklich allemal aus und auch, dass ich die Anschlüsse dort hinten habe. Also insgesamt kann ich da nichts Schlechtes sagen und es muss ja auch nicht so sein, dass ihr das Ding bei euch zu Hause hortet, sondern man kann sowas ja auch immer mal wieder leihen. Also, ich hoffe, das Video war informativ für dich und wenn du dazu noch irgendwelche Fragen hast, du kennst das ganze Spiel, dann ab damit in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao!